Zeit für Sie. Und zwar, hier kommen schon die ersten Bilder. Und Gloria, du hast jetzt eben zwischendurch gesagt, ja, auch die ganze Reise, ja, Indian Summer, Quebec und so weiter. Ich kann es kaum fassen, was man für diesen Preis erleben darf. Ich kenne die meisten Orte, die man hier gesehen hat. Ja. Ich habe sehr viel in Kanada gewohnt, gelebt, gearbeitet. Quebec kenne ich, Montreal kenne ich, ich kenne natürlich New York auch. Und das alles für diesen Preis, also das ist für mich fast kaum zu glauben. Das ist eine Sensation. Genau, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Also, ja, früher hätte man wirklich warten müssen bis zur Pension, bis alles Geld auf dem Konto ist. So ist es. Und jetzt kann man wirklich zwischendurch mal sich solch eine Reise... Was alleine Flüge schon gekostet haben, hin und her. Ja. Und da ist das ganze Paket mit dabei. Jetzt sind ja hier nochmal zwei Übernachtungen in New York dabei. Mhm. So, jetzt wollen wir natürlich was hören von dir. New York, gib uns einen Tipp. Big Apple, ich meine, da passiert's, ja. Ich war eine Zeit lang wirklich verrückt nach New York. Ja. Leider jetzt beruflich nicht mehr dazugekommen, schon seit Jahren dahin zu gehen. Aber bei den Preisen werde ich bald dort sein, und zwar gleich mit Begleitung. Nein, aber New York, da kommt man wirklich nicht zum Schlafen. Also wenn man dahin will, da sind 3 Tage wahrscheinlich wie 2 Wochen woanders, was man erleben darf, was man bekommt an Eindrücken, an Unterhaltung. Für mich als Künstlerin natürlich Broadway, die Musicals. Ich buche da vorher schon immer die ganzen Musicals, die ich sehen will. Die Stars, die man da sehen kann, die man sonst nur von der Leinwand kennt, die kann man da erleben. Al Pacino spielt da Theater, oft sogar in kleinen Theatern. Glenn Close habe ich gesehen in dem Musical Sunset Boulevard. Ja, wann bitte kommt man so nah an solche Stars? Das ist ja auch ein guter Tipp, wirklich auch, wenn man weiß, wann man hier ist, wirklich auch mal zu gucken, ja, was läuft am Broadway, was früh kann genug, man unbedingt da auch früh genug noch mal los. Also, aber du sagst es schon ganz richtig, man braucht eigentlich wirklich kein Hotel. Ich meine, wir haben hier ein Hotel für Sie, für Ihre 2 Übernachtungen. Mhm. Aber ich weiß, als mein Sohn 18 wurde, das war sein großer Traum nach New York. Und der ist dann los und sagt, Mama, ich brauche kein Hotel. In New York braucht man kein Hotel. Mit 18 wirklich nicht. Also das ist wirklich irre. Wir haben für Sie ein Hotel. Das heißt also für Sie hier auf jeden Fall auch die Kreuzfahrt. 7 Übernachtungen, 2 Übernachtungen dann nochmal in New York. Ist schon super. Jetzt haben wir also schon so viel gehört, auch von dir. Und vielleicht gerade auch für diejenigen, die sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr lesen, auch einfach wirklich auch von über dein Leben ein bisschen mehr erfahren. Nur, dass wir das wirklich auch mal gezeigt haben, das ist ganz wichtig, liebe Zuschauer. Hier zum Beispiel mit allem, was ich bin, mein Leben. Sehr schön. Nicht mit allem, was ich habe, sondern mit allem, was ich bin. Ja. Meine Biografie habe ich 2 Jahre lang dran geschrieben und ist jetzt seit einem guten Jahr auf dem Markt beim Nymphenburger Verlag. Und das ist bestimmt ein spannendes Buch. Ich meine, wir reden hier über ein spannendes Leben. Auf alle Fälle. Genau, also deswegen ruhig wirklich sich das auch mal holen. Aber sie hat uns ja noch was Süßes mitgebracht, im wahrsten Sinne was Süßes. Also, mittig schon mal hier. Frau Gray nimmt ein Bad in der Cappuccino-Tasse, nachdem ich ja Wirtin bin eines Cafés in Swiesel. Übrigens, ich habe es vorher vergessen zu sagen, das heißt zuckersüß. Und es ist das Liebesbackbuch mit süßen Kreationen von Christine Bergmeier. Ja. Das ist eine Zuckerbäckerin, und die übrigens auch auf vielen Schiffen schon gearbeitet hat. Ja. Und die Delikatessen von ihr gibt es auch auf exklusiven Schiffen. Und fotografiert haben die Bilder Ansgar Pudenz und Rainer Schillings und Manuel Jakob. Und ich bin sehr oft vertreten. Und du warst als Model, gerade hier, war in der als Model und auch hier natürlich als Coverbild. Texte sind nicht von mir. Ich bin beteiligt als Model, halt sehr süß verpackt, mit sehr viel Fantasie ein und leicht nachzumachen, schmackhaft. Ja? Oder wenn man jemanden verzaubern will, bezaubern über den Magen, über die Sinne. Gute Ideen einfach auch hier von Gloria. Finde ich ganz, ganz klasse. Super. Darf ich noch eine Sache sehr sagen? Natürlich, von wegen Winter und Bayerischer Wald und Swiesel im Februar findet bei uns der World Cup statt. In der ersten Februarwoche. Wenn ich mich nicht irre, ist es der 4. und 5. Februar, Slalom und Riesenslalom. Mhm. Also da ist die Stadt und die ganze Region voll. Ja. Da gibt es natürlich Sport, Ereignis, sportliche Leute, aber die wollen nachher auch was erleben. Also da wird die Stadt auch zur Partystadt. Da pulsiert es Tag und Nacht. Und wo chillen die dann hinterher alle? Jawohl, wo genießen die alle hinterher ihr Cocktail? Richtig, im Café Gloria in Swiesel, ganz richtig. Aber ich meine, da ist ja richtig was los. Da geht ja die Post ab bei euch. Ja, ganz
Ganz klar, ja. Aber es gibt Schönes. Sport, ja, Urlaub, stimmt. Gute Luft, ein gutes Schnapsel und dann noch chillen in der Lounge im Café. Ja, also ist das ein Leben, oder, liebe Zuschauer? Ja, und das genießen Sie natürlich auch während dieser Kreuzfahrt. Wie gesagt, also hier haben wir ja die zweite Reiseroute mit den zwei Übernachtungen in New York. Da haben wir schon gute Ideen, gute Tipps bekommen. Es ist ein bisschen eine andere Reiseroute. Schauen Sie sich auch die an. Auch hier haben wir einen Film für Sie.